Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Grid 2. Heute mal mit der Elimination Ausscheidung. Ja, Ausscheidung. Ja, genau, das wollte ich sagen. Vom letzten Platz fernhalten. Immer wenn der Timer auf 0 steht, scheidet der letzte Fahrer aus dem Rennen aus. Ah. Halt bis zum Schluss durch und du gewinnst das Event. Das mag ich überhaupt nicht. Naja, wir werden versuchen, uns hier dann nach vorne zu kämpfen. Mit der Ausscheidung, mit unserem Golf Air. Jawohl. Na denn. Dann wäre das auch der letzte Part für heute. Für die Aufnahme-Session. Trittst du gegen Elimination an. Wenn du es in die Top 3 schaffst, ist dir die nächste Einladung sicher. Das ist Lorenzo Vela, der Starfahrer von Elimination. Was ein geiler Wagen. Bleib so dicht wie möglich an ihm dran. Die Jungs von Elimination werden schwer zu überholen sein. Greif also schon früh an. Okay, Fidanza. Ausscheidung hat begonnen, was? Okay, jetzt geht's los. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren, deswegen wieder hier. Kleine Stelle. Alter. Das geht hier mir aber mächtig auf den Sack. Ich werde jetzt auch immer die Rückblenden benutzen, dafür sind sie ja da. Ich hoffe, ihr seid mir da jetzt nicht böse. Okay, einer ist raus und du warst es nicht. Gut so. Klaus Wolf. Fahren wir den noch in die Karre rein. Damit ist er raus. Ausgeschieden. Eieiei. Ja, aber das haben wir locker in der Tasche. Alter Schwede. Konzentrier dich, du musst nur noch 4 Fahrer besiegen. Rausfliegt, bist du in den Top 3. Na denn. Eine Top 3 Platzierung ist dir sicher, aber jetzt fahr auf Sieg. Der da hinten fliegt eh raus. Von daher Top 2, vielleicht sogar Top 1, wenn ich keinen Fehler mehr mache. Nur noch ein Gegner ist übrig. Du kannst es schaffen. Hol dir den Sieg. Hammer locker, hammer locker. Können wir ganz gemütlich fahren, noch ein paar Schleifchen. Und jawohl. Genau 3 Minuten. Alle guten Dinge sind 3. Du hast bleibenden Eindruck bei Elimination hinterlassen. So wie ich die Fahrer kenne, werden sie dich bald wieder einladen. Das freut mich. Das freut mich doch. Schmunzel, schmunzel. Gut. Dann machen wir doch gleich noch eine Ausscheidung. So, das ist diese Woche jetzt mit den Parts, mit der Zeit, die so geklappt hat. Dass das jetzt nicht so lang war, die Parts. Aber naja. So ist das, ne? Mit welchem Auto möchtest du antreten? Oh, geil. Ein Mercedes-Benz.
Und ein BMW E30 Sport Evo. Alter, die Karren sind so geil. Ich glaube, ich nehme jetzt den BMW, nicht den Mercedes. Ja, natürlich. Eine gute Entscheidung. Das Auto ist sofort für dich bereit. Okay, Boss. Gutes Rennen. Ich habe ein Rennen mit einem neuen Club arrangiert. Er heißt Eurorand. Die Mitglieder sind Tourenwagen-Spezialisten. Oh yeah. Also die Chance, einen echten Star für uns zu gewinnen. Oh yeah, das wird geil. Aber wir machen erstmal Elimination weiter. Jawohl, das ist doch hammermäßig. So, machen wir das erstmal. Können wir eigentlich jetzt schon? Nee, können wir nicht. Nehmen wir wieder unseren Golf. Naja, dann ist das jetzt nochmal ein Rennen. Mal sehen. Ich bin schon mit den Nerven am Ende. Scheibenkleister, ey. Wie geil ist das denn? Wir haben in dieser Zeit, in dieser Woche schon richtig viel uns erarbeitet. Paris ist eng und ein Subaru und Golf. Ein BMW. Geiler Start. Das hat man ja im letzten Rennen gesehen. So. So. Naja, das haben wir locker. Aua. Jetzt müssen wir uns nur noch den da vorne schnappen. Da scheidet der erste aus. Halt dich vom letzten Platz fern. Natürlich, mach ich. Naja. Noch ein Fahrer ist ausgeschieden. Fall nicht zurück. Ich glaube, an dem kommen wir nicht mehr ran. Ah! Das geht aber in die Hose. Fehler wieder gemacht. So kennt man mich. Na, ja, wird Zeit. Halt nur der zweite Platz. Konzentrier dich. Du musst nur noch vier Fahrer besiegen. Sind dir die Top 3 sicher? Ich weiß nicht, was ich jetzt labern soll. Sorry, aber die Woche war irgendwie scheiße. Okay. Klaus Wolf, ein Deutscher, ist gerade ausgeschieden. Gib dich damit nicht zufrieden. Juri Ivanov ist da noch drin. Ich glaube, das müsste dann ein Russe sein. Komm, gib doch mal Gas jetzt. Kann doch nicht sein. Du kannst es schaffen. Hol dir den Sieg. Kann doch nicht sein. So, und tschüssi. Jetzt bin ich am Start. Jawohl, da haben wir es auch wieder geschafft. Zack. Nochmal gegen die Wand gebrettert, aber wir sind Erster geworden. Wieder 3 Minuten. In ihrer Paradedisziplin besiegt zu werden, muss ein schwerer Schlag für Elimination sein. Sie denken jetzt sicher ernsthaft über die WSR nach. Ja, will ich auch. Dann seine Endplatzierung 1, natürlich. Das war's dann wieder mit dem Part. Ihr wisst ja, was im nächsten Part dann passieren wird. Erst jetzt nochmal richtig viel Fans kriegen. Hoch, 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 hoch. Und jawohl.
184.000, das war's. Wir sehen uns. Von meiner Seite sage ich dann mal tschüss. Mein Manager dann auch. Sie haben Fans in ganz Europa und wären dadurch perfekt für die WSR. Versuch, ihr Interesse zu wecken. Genau. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns.